Ja, hallo Leute und herzlich willkommen jetzt mal wieder in einem Tutorial von mir. Und ja, endlich mal wieder ein Video von mir. Ich weiß, eigentlich habe ich bis Januar keine Zeit, aber ich habe jetzt gerade mal wieder etwas Zeit und habe mir gedacht, ich mache mal ein Video darüber, wie man die Minecraft-Version ändern kann. Ich hatte ja schon mal ein Video darüber gemacht, aber das ist etwas veraltet. In der Zwischenzeit gibt es schon einen viel besseren Versionschanger. Und ja, ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Ihr ladet euch den einfach runter. Link ist in der Videobeschreibung. Und dann öffnet ihr den ganz einfach. Ich warte jetzt mal eben. So, es dauert ein bisschen. So, und dann ist der Changer auch schon geöffnet. Und jetzt könnt ihr hier jede Version, die ihr haben wollt, auswählen. Boah, das sind so viele. Und dann könnt ihr hier, wenn ihr eine Version auswählt, könnt ihr hier rechts auch noch Mods dazu installieren. Müsst ihr einfach irgendeinen Mod nehmen. Zum Beispiel Modloader, Optifine, Rise Minimap. Das sind so die Mods, die ich immer benutze. Die kann man dann damit einfügen. Und dann klickt man hier einfach auf Change Version. Moment, ich schau mal, habe ich auch alle, die ich haben möchte? Ja. Smart Moving installiere ich mir auch gleich mal mit. Das soll angeblich ganz gut sein. So, dann klickt man hier auf Change Version. Und jetzt dauert es etwas. Und ihr könnt hier aus der Liste auch noch... Moment. Er lädt noch. So, und dann könnt ihr auf Start Minecraft klicken. Oder ihr könnt hier natürlich auch noch eine ganz alte Alpha-Version oder was weiß ich auswählen. Und hier rechts die Kategorie Server. Da könnt ihr dann auch noch Server für auswählen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie, was weiß ich, Alpha 1.2.6 Server haben wollt, dann klickt ihr hier halt drauf und klickt auf Download. Müsst dann halt nur einen Ort wählen, wo das hingespeichert werden soll. So, das war's eigentlich auch schon mit dem Tutorial. Und schon habt ihr jetzt die Version dann drauf. Hier gibt's auch noch die Snapshots alle. Könnt ihr hier auch ausblenden mit Sounds. Ja, ist jetzt, ja, ist eigentlich ganz cool. Könnt ihr hier zu jeder Version wechseln, auch noch zu InDev und InfDev und Alpha und Beta und ja, hast du nicht gesehen. Gut, das war's auch schon, danke fürs Zuschauen. Ciao Leute, Link ist in der Videobeschreibung, würde mich über ein Abo und ein Like freuen und jo, ciao Leute, ciao.